Ja, danke. Ich gehe dann mal. Ich laufe, laufe, laufe. Tja. Gemeine Sache. Na gut. Hier ist also alles im Argen und wir sind schon jetzt wirklich alles zerstört. Oh oh. Guck, guck. Na, nicht doch. So, wir haben ja momentan noch keine Waffe. Deswegen sollten wir die Beine in die Hand nehmen, solange die Tierchen hier unterwegs sind. Die kleinen Headcrabs. Weiß nicht, ob er mir folgt. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall hat er mich erwischt, was mich schon mal ziemlich ärgert, weil ich eigentlich dachte, dass ich schnell genug wäre zum Ausweichen. Eieieiei. So, ich gehe mal lieber hier geduckt durch. Und da erhalten wir die Waffe schlechthin. Jeder, der schon mal Half-Life in irgendeiner Form gesehen hat oder selbst gespielt hat, schöne Muster auch hier, kennt sie natürlich und liebt sie. Die Brechstange. So, jetzt habe ich eine Brechstange, ja. Aber man lässt mich nicht durch, ärgerlich. So, jetzt müssen wir noch mal kurz warten, bis hier das Ding wieder weg ist. Ich glaube, wir müssen wieder zurückgehen. So, schnell durch. Ich glaube, wir müssen irgendwie wieder zurück und hinten was aufprügeln, oder? Zum Beispiel den Headcrab aufprügeln. So, hoch. Ah! Kann ich die nicht aufheben? Ging das nicht? Ich bin der Meinung, das geht irgendwie. Och nö, die verschwinden ja sogar. Das ist ja öde. Und erwischt hat er mich auch noch dabei. Gut, wir haben eine Brechstange. Ich weiß nur nicht, wo wir jetzt hin müssen. Oh. Müssen wir denn überhaupt zurück? Ich kann es mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. An die kommen wir jedenfalls auch nicht ran. Hätte er sein können, aber nein. Alles also ich hoffe wirklich, Sie wissen, was Sie da tun. Nicht so wirklich. So, okay, ich glaube nicht, dass wir zurück müssen, ehrlich gesagt. Wir müssen wahrscheinlich doch irgendwie vorne lang. Und da müssen wir halt einfach mal schauen, wie wir da durch die Tür kommen. Oder vielleicht an der Tür vorbei, das kann natürlich auch sein. So, ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Die ist ein bisschen eigen, habe ich das Gefühl. So, schnell durch. So, sind wir ja wieder zurück. Ich weiß nicht so richtig, ob wir hier... Wo müssen wir lang? Kann mir das jemand sagen? Ich glaube, das können wir noch so oft probieren. Ach, gut. Dafür ist die Brechstange gut, okay. Hätte ich natürlich auch gleich drauf kommen können. Immerhin, der Kasten, den ich für unsicher gehalten habe, hat sogar gehalten. Oh. Sorry. War keine Absicht. Na gut, dann müssen wir wieder die altbewährte Methode hier annehmen. Und mal schauen, ob wir so irgendwie vorwärts kommen können. Es gibt ja zum Glück die Leiter. Nicht doch, nicht doch, nicht doch. Wie gesagt, nicht. Oh ja. Und warum tragen Sie die Uniform vom Wissenschaftlerteam? Weil es die Wissenschaftler sind. Ich glaube, mein Freund, du solltest mal deine Fingernägel schneiden lassen. Das da sieht auch nicht so gut aus. Oh. Komm, schlag zu. Ja, hahaha. Mit offenem Herzen geht er durch die Welt. Na gut. Oh, danke. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. So, jetzt muss ich bloß mal schauen, wie ich die Waffe... Oh, verdammt. Sorry. Wie ich die Waffe wechseln kann. Mir ist schon mal klar, wie ich hier oben das einstellen kann mit dem Mausrad. Okay, ich muss dann Enter drücken. Das ist ja blöde. Oder kann ich das auch irgendwie anders machen? Ach, okay. Wir müssen... Alles klar, alles klar, alles klar. Ich kann auch mit der Maus einfach bestätigen. Nun gut. Möchtest du mitkommen? Kollege? Oder möchtest du noch ein bisschen drauf starren, wie der tote Wissenschaftler Headcrab-Typ deinen Schuh annuckelt?
Na gut, dann lassen wir ihn zurück. Security Force! Äußerst nützlich, die Leute. Nicht wahr? Gut. Es geht weiter. Wir sehen schon, hier ist alles tot und keiner weiß so richtig, warum eigentlich. Vielleicht sind die da daran schuld. Ja, das kann natürlich sein. Aber ich will es ja nicht heraufbeschwören. So. Verpassen wir ihm mal ein paar. Ich glaube, der da wird auch noch aufstehen, ehrlich gesagt. Der ist noch ziemlich frisch. Da ist der Headcrab noch ein bisschen am Nuckeln. Der muss da noch ein bisschen arbeiten, bis er ihm das Hirn ausgesackt hat. Aber ich würde sagen, wir schlagen einfach mal drauf. So, haben wir unseren Kollegen befreit von ihm, von dieser Plage. Immerhin, da darf er noch mal in Würde sterben hier. Bleibt die Leiche wenigstens ohne Viech auf dem Kopf und wird dann nicht so eklig. Ist doch immerhin schon mal was. Ist mein Mittag noch da? Naja. Es ist noch da, aber aus irgendeinem Grund ist der Deckel abgeschnitten. Ihr müsst natürlich auch die Zeiteinstellungen beachten. Ihr könnt ja nicht einfach hier in Endlosschleife das anmachen. Das geht doch nicht. Mein schönes Essen. Also wirklich. Haben sie wieder nicht mitgedacht, die Herren Wissenschaftler. Fachidiotie vom Feinsten. Wahrscheinlich. Nicht fürs Leben geeignet. Ist ja wirklich so, dass viele Wissenschaftler, die brillant sind auf ihrem Gebiet, fürs richtige Leben... Ja, wissen wir. Dass sie fürs richtige Leben nicht geeignet sind, weil sie so sehr in ihrer Welt versunken sind, dass dann die normale Welt zu trivial einfach ist, um sich mit ihr großartig zu befassen. Komm vorbei, mein Kleiner. Kuckuck. Kuckuck. Nur kurz hinter mir gucken, dass hier keiner kommt. So, haben wir auch den erledigt. What the fuck? Was war das denn? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Gut, nehmen wir uns nochmal das Headcrabs an. Ja, ist ja gut. Ja, das noch draufschlagen, ja. Mal ein Stück zurückgehen, nicht, dass das jetzt hier... Geht das denn los, wenn wir reinkriechen? Haben wir denn eigentlich eine Speichermöglichkeit oder geht das nicht in dem Spiel? Ich weiß es gar nicht. Ach, wir können hier Spiel speichern, natürlich, okay. Gut, machen wir das einfach mal. Ich weiß nicht, ob wir Schnellspeichern hier auf irgendeiner Taste haben. Ah ja, F6, okay. Das werde ich wahrscheinlich mir nochmal so umlegen, dass es auch gut funktioniert. Ich wollte es nur nochmal ausprobiert haben. Alles in Ordnung. Wieso explodiert das denn? Ich würde gerne hier an die Gesundheit ran. Ach, okay. Wir leben. Wie schön. So, dann tanken wir mal ein bisschen Gesundheit. Sieht ja nicht mehr so gut aus bei uns hier. Und da ich mich noch ein bisschen reinfitzen muss, wäre es schon gut. Hallo Erich. Wenn wir noch ein bisschen Energie bündeln könnten und nicht jedes Mal in jeden Headcrab reinspringen auszusehen. Was brutzelt denn hier und spritzelt und spratzelt? Ich fühle mich hier ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber... So, ist irgendwie so. So, mal speichern zwischendurch. Kann nicht schaden. Gut gemacht! Oh Kollege! Nicht doch! Es sah so gut aus für dich. Aber du bist tapfer kämpfend gestorben. Grandios für einen Wissenschaftler. Oh, der hört Musik. Der zuckt schön ab dazu. Glaube ich zumindest. Was gibt's denn bei dir? Oh, der zuckt aber schon eine Weile, so wie er aussieht. Ich schlag sicherheitshalber noch ein bisschen weiter. Nee, okay. Das hat sich dann auch für den erledigt. Und irgendwie hängen wir hier fest. Jetzt doch nicht mehr. Mensch, Albert. Ruh dich doch nicht so viel aus. Es ist doch noch Arbeitszeit. Du bist aber voll in der Kernarbeitszeit drin. Du musst doch nicht am Stromschlag sterben. Okay, wir haben es gehört, Sektor C, dann müssen wir uns mal dahin aufmachen. Oh, Kumpel, alles okay? Nicht so, sorry, Mann.
Ich hatte gehofft, dass ich irgendjemanden hier finde, mit dem ich mal noch ein Bläuschen halten kann. Wie, du bist schon tot? Na gut. Was ist das für ein komisches Geräusch hier? Okay, speichern. Wow. Die Möpse. Sonic Mobs. Komm schon, dich krieg ich. Vielleicht nehme ich dann doch mal die Pistole in die Hand. So, schauen wir mal, wie wir so zurechtkommen. Gut, funktioniert soweit. Ab und zu ist es dann vielleicht doch hilfreich, wenn man die Pistole nimmt. Ich glaube, man sollte die Brechstange dann doch bloß bei den Headcrabs verwenden. Wow, der ist ja... War der mariniert? Ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie kleine Mopsies, oder? Oder vielleicht wie Schinkenkeulen mit Beinen und komischen Augen dran. Nicht wahr, mein Kleiner? So, haben wir das schon mal erledigt? Mehr Gesundheit für uns. Kommt hier was? Das klingt so unsicher. So. Natürlich ist die Tür zu. Aber wir schauen mal... Hallo? Ja, natürlich doch. Da kommt der Krach her. Wie hat er mich denn erwischt jetzt? Das müsst ihr mir mal erklären. Der ist doch gerade erst gelandet und ich schlag direkt auf ihn drauf. Da muss er doch eigentlich vollkommen hilflos mir ausgesetzt sein. Wo ist der andere? Gut, ich weiß, da hinten ist noch Leben. Das werde ich auch gleich noch mitnehmen. Ich will bloß erstmal hier... Haha! Boah, ich bin echt gerade... Ich muss mich echt noch reinfitzen. Oh, ich stehe zu nah dran, sehe ich gerade. Oh. Ja, ja, dann müssen wir es halt mal so machen. Das war Muni-Verschwendung, aber was soll's. Ich habe mich auch ein bisschen hostig angestellt, das gebe ich ja zu. Albert Einstein lebt noch, das finde ich gut. So, gehen wir erstmal hier runter nochmal. Na komm, geh doch, geh doch. So, und laden... Toll, und laden nochmal so weit wie möglich auf, wollte ich sagen. Das hat sich ja dann auch geklärt. Oh, schön, Sie zu sehen. Hängst du da bequem? Was zum... Kollege? Ich glaube, das war jetzt nicht ganz richtig. Ich glaube, den hätte es eigentlich reinziehen sollen bei diesen komischen Knirschgeräuschen, oder? Das erschien mir nicht ganz korrekt, aber naja. Ist ein bisschen seltsam. Es war ja jetzt nicht das erste Mal, dass es hier ein bisschen komisch erschien. Ach, keine Sorge, ich bin Arzt. Hey, cool. Danke dir. Hast du noch eine? Sie würden sich das wahrscheinlich nicht nochmal anders überlegen. Was genau? Gut, Sie werden nicht einmal merken, dass ich hier bin. Komm einfach mit. Komm. Komm. Wenn du mich weiter heilst, dann sind wir die besten Freunde. Ich weiß nicht, ob wir hier oben richtig sind. Hi. So, hast du noch einen hinter dir? Nee, okay. Neue Gegner? Nein, aber Muni! Oh, göttlich. Her damit und her damit. Hallo, meine Babys. Na, wie fühlen wir uns so heute? Und Leben. Oh ja. Yeah. Sehr gut, sehr gut. Das war... Ich kann nur hoffen, dass die Jungs im Labor die Sache hier unter Kontrolle kriegen. Ich dachte schon. Ich hatte mich schon gewundert, warum bist du jetzt gestorben, aber du warst wir es ja gar nicht. Immer noch die Chaos-Theorie entbehre jeglicher Grundlage?
Ja, Albert, ist gut. Komm mit. Komm. Oder willst du hier bleiben? Kollege? Gehen Sie vor. Ja, ich dachte mir, du wolltest auch mit raus und wieder an die frische Luft und überleben und so, ne? Deswegen komm ruhig mit. Ansonsten, alternativ kann ich dich auch einfach hier lassen, wie du willst. Die müssen mich hier lassen, Freeman. Ernsthaft, du kannst keine Leitern benutzen. Oh Mann. Naja, gut. Dann muss er halt verhungern hier unten. Er darf ja auch nichts essen, ne?